Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich später. Schon okay, schon okay. Wie geht's dir? Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Vergiss aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Wofür? Isaac? Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von Ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich Ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac! Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut, gut. Langsam, langsam, langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal und die Scheiße geht gleich los. Wir sind zurück im Weltall. Wunderbar. Oh, oh, wie? Was? Oh, oh Gott, am Arsch. Wir sind, oh Gott, zurück bei Dead Space 2 und hier fängt die Scheiße sofort an. So, erstmal ganz entspanntes Hallo, ihr Lieben. Willkommen zurück auf dem Kanal. Hier wird Entspannung groß geschrieben. Quasi easy listening der Videogame-Geschichte. Nein, wir sind zurück im Weltall. Wir sind zurück im Dead Space-Universum. Ich habe die gute alte PlayStation 3 rausgekramt und ein bisschen hier mit Benny hier am Setting rumgefeilt. Und ja, wir nehmen jetzt Dead Space 2 auf. Von der PlayStation 3 und ich merke gleich, es ist so ein ungewohntes Gefühl, wieder über die PS3-Controller zu spielen, weil die sind ja wesentlich kleiner als die von der 4 zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal einfach gleich los, jetzt ohne groß weiter rum zu
erzählen. Ihr seht, ich bin dem Tode nahe. Kapitel 1. Es geht ja schon super los. So, ich brauche ein Halbpack. Irgendwas. Speicherstation. Hey, hier. Oh, shit. Ja, Teil 2. Viele werden es wahrscheinlich schon kennen. Aber Teil 2 ist halt um einiges heftiger als Teil 1. Echt? Kommt jetzt hier einer? Bin ich jetzt schon am Arsch? Die Hauptprobanden müssen terminiert und die Anlage von allen Spuren gesäubert werden. Das ist keine Übung. Tightman endet. Oh, nee. So, Leute, ich brauche unbedingt Heilung. Ich bin am Arsch. Hier ist Pfeifen auf dem letzten Loch angesagt. So, und ich stecke so an einer Zwangsjacke fest. Das ist ja nur noch schlimmer. Das heißt, ich kann mich noch nicht mal wehren oder irgendwas. Ach, scheiße, ey. Ach, warum tut mir sowas an? Warum tut mir sowas an? Nur um euch zu unterhalten, ihr Mäuse. So. Observatoriumsraum. Nee, Observationsraum. Observatoriumsraum. Oh. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Es war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Nice. Nette Leute. Der Kommandant ist Nolan Strauss, Sittel 158. Okay. Oh, nee. Oh, okay, wir haben sie ja alle fertig gemacht, ey. Scheiße. Oh, ist ja eine Spitze sehen. Tut noch weh. Ja, ich trage sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein. So, wie komme ich denn jetzt nochmal aus dieser beschissenen Zwangsjacke raus? Es ist auch schon wirklich etwas wieder her, dieses Game. Dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Ja, klar. So siehst du schon aus, Kumpel. Wer hilft mir denn aus dieser Scheißjacke raus? Ey, du, Kumpel, hier, Kumpel. Aber schnell. Kommen Sie mal. Entfernt viel. Ich erinnere mich an Sie. Tightman, sagt der Hill. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Yeah.
Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Oh, come on. Los. Nehmen Sie sie. Ich werde sie nicht mehr brauchen. Taschenlampe aufheben. Isaac, wir werden alle brennen für das, was wir Ihnen angetan haben. Nein, Mann, mach nicht. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen her, dass ich sie gespielt habe, aber ich hab's nicht mehr so heftig in Erinnerung. Aber ja, es ist heftig. Ich glaube, es ist jetzt auch in Deutschland gar nicht mehr so leicht zu bekommen, bin ich der Meinung irgendwie. Also im PlayStation Store kannst du das zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr runterladen. Und das DLC Severed gab's in Deutschland sowieso gar nicht. Irgendwie das. Clark! Isaac Clark, sind Sie das? Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf EG7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. So. Okay, alles klar. Wir haben wieder quasi diesen Routenguide irgendwie, den wir aktivieren können. Ich hab eine verfickte Taschenlampe irgendwie, ne? Eine scheiß Taschenlampe. Ich brauch eine Waffe. Irgendwas. Fadi will sein Plasma-Cutter. Wer bist denn du? L3 drückt halt. Okay, genau, alles klar. Das zeigt uns quasi den Weg zu unserer nächsten Aufgabe an. Oder zu unserem nächsten Ziel. Wheelchair des Grauens. Ja, auch hier ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Was ist das hier? Der Rollstuhlraum oder was? Kann ich hier durch? Ja. Naja, ich muss sowieso dorthin. Schauen wir nochmal. Nicht doch. Und alle tot hier drin. Und alle tot. Ich hoffe jetzt nicht, dass jetzt hier gleich so ein. So ein Infektor kommt und die alle jetzt hier irgendwie infiziert. Oh, da hinten. Das ist wahrscheinlich nur ein Wecker. Aber wir werden mal gucken. Und legen wir den hin. Ach, Scheißdreck, ey. Okay, die durch. Ja, und die Atmo ist halt einfach gigantisch. Oh. Achso, dachte ich, die hat hier was im Auge. Sagen müssen. Okay, alles klar. Hier haben wir einen Save-Punkt. Den nutze ich. Hier sind noch die. Hier sind mal. Oh, krass, dann hackt das Spiel 2013. Nein! Und in Hardcore durchgehämmert. Das war ganz fürchterlich.
ganz, ganz fürchterlich, irgendwie das Ding zu platinieren. So, und die Leute, die schon gesehen haben, wie ich Dead Space 1 irgendwie gewuppt habe, die wissen, ich speichere sehr viel und sehr oft. Irgendwie, weil es ist nichts ärgerlicher, als sich hier eine halbe Stunde durchzumashen irgendwie und dann an irgendeinem scheiß Necromorph zu sterben und dann das alles wiederholen zu müssen. Stellenweise sind mich Checkpoints hier recht fies gemacht. Und da will ich mir einfach Frustmomente einfach vermeiden. Und die Atmung ist einfach so krass in diesem Spiel. Okay. Fieser Flashback. Und ja, wir stecken in der Haut von Isaac Clarke, dem Helden aus Teil 1. Für die, die es jetzt noch nicht gemerkt haben. Oder vielleicht auch Teil 1 nicht gespielt haben. Wartet. Kann ich schneller klopfen? Scheint nicht so. Oh shit. Oh shit. Oh. Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. So, deaktivier das Ding mal. Oh! Und wir haben Chinese. Nice. Das ist cool. So, weil mit Chinese können wir uns, glaube ich, in diesem... wenn wir das Ding nicht irgendwo verhaken. In diesem munitionsarmen Spiel, jetzt lass mich doch mal hier raus. Das kann man ja nicht raus, wa? What? Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Stimmt. Oh, Mast rein und Queen gepinnt. Ah, yes. So, was hat er fallen lassen? 400 Kröten, die holen wir uns. So, und wie auch in Teil 1 müssen wir natürlich die Leichen ein bisschen looten hier, um so ein bisschen Kohle zu bekommen, um unser Gear ein bisschen hochzupushen. So, alles klar, wir müssen laden. Ja, tatsächlich würde ich gerne nochmal ein bisschen was mitnehmen hier. Weil, wie gesagt, keine Waffe. Aufzug. So, das kann man nämlich 1A als Geschosse benutzen. Und wir werden sie bauen. Wir werden sie bauen. Oh shit. Oh scheiße. Oh scheiße, oh scheiße. Oh, wo ist er? Finster! Finster! So. Ja, vergesst mich mal nicht bei der Evakuierung hier, Freunde. Ich will auch nicht.